Kommen zu den Disney News vom 18. Dezember 2022. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu den Disney News vom 18. Dezember 2022. Ja, ihr merkt schon, ich habe es Disney News genannt, weil ihr unter meinem letzten Disney Paris News Video gesagt habt, dass ihr euch auch generelle Disney News wünscht. Und ich habe ein paar zusammengetragen, plus natürlich weiterhin die Disneyland Paris News, die auch zuerst kommen. Und wir können das auch gerne als Community-Projekt machen. Wenn ich irgendwelche Neuigkeiten bezüglich Disney oder Disneyland Paris auch vergessen habe, schreibt es einfach unten in die Kommentare. Da können die anderen auch mal ein bisschen nachlesen, falls ich irgendwas vergessen habe. Weil Disney News sind natürlich viel größer umgreifend und ich kann natürlich immer irgendwas vergessen haben. Ja, aber wir fangen an mit den Disneyland Paris News. Und es ist ja schon ein bisschen was her. Also die Neuigkeiten sind schon, glaube ich, fast über einen Monat alt, die ich jetzt zusammengetragen habe. Also die meisten. Aber für eine Disneyland Paris News mache ich ja natürlich kein News-Video, deswegen habe ich es so zusammengetragen. Entweder habt ihr es schon mal auf Instagram gesehen oder gehört, oder es ist neu für euch, dann freut es mich auf jeden Fall. Fangen wir an mit den Disneyland Paris News. Ja, die erste Neuigkeit ist, dass das Bella Notte, das Schnellimbiss-Restaurant, erweitert wird. Ich zeige euch natürlich jetzt Concept Arts wie immer. Und zwar wird das Fantasia Café, oder ist bereits schon geschlossen, da sind auch schon Mauern drumherum. Das ist direkt neben Bella Notte gewesen, da gab es zum 30. Geburtstag auch dieses Eis. Und das bekommt eine Erweiterung und wird dem Film Luca gewidmet. Luca, das auf Disney Plus läuft, mit diesen italienischen Wassermenschen. War jetzt nicht so mein Fall der Film, aber ne, Geschmackssache. Und es bekommt eine Meeres-Location-Atmosphäre, Seaside-Atmosphäre wurde geschrieben, mit vielen Details und den Local Fishing Cultures, also den lokalen Angelkulturen, keine Ahnung, wie es aussehen wird. Und es wird natürlich auch italienische Spezialitäten geben. Ob das Menü jetzt genau dasselbe sein wird wie im Bella Notte oder es noch mehr Variationen geben wird, das wissen wir nicht und man weiß auch noch nicht, wann es eröffnet. Also das bleibt noch offen. Wie gesagt, das Fantasia Café ist bereits geschlossen. Also es wird gut gebaut. Das Bella Notte ist natürlich immer sehr, sehr voll und auch beliebt. Brina und ich mögen es auch, der Daniel eher nicht so. Ich bin sehr gespannt. Also ich freue mich auf die, also die Konzeptbilder sehen schon sehr schön aus und ja, freue mich darauf. Ich hoffe, dass ein bisschen mehr Variation auch im Essen dabei sein wird. News Nummer 2 sind die Refurbishments, die jetzt auch im Januar anstehen. Also im Prinzip die Schließungen der Attraktionen, die renoviert werden müssen. Fangen wir an mit Hyperspace Mountain. Hyperspace Mountain wird vom 9. bis zum 13. Januar geschlossen sein. Casey Jr. vom 16. bis zum 27. Januar. Oh Gott, das kann ich nicht aussprechen. Le Port de Contefée, also diese Bootstour direkt neben Casey Jr., diese Märchenfahrt, wird auch vom 16. bis zum 27. Januar geschlossen sein. Genauso auch Cars Road Trip vom 16. bis zum 27. Januar. Pinocchio wird tatsächlich auch länger geschlossen sein, vom 30. Januar bis zum 17. März. Und weiterhin geschlossen bleibt die Nautilus und It's a Small World. Ja, It's a Small World hat tatsächlich noch kein Eröffnungsdatum, also ich denke irgendwann 2023, aber wann wissen wir noch nicht. Ja, natürlich merkt ihr, im Januar sind sehr viele Schließungen angesetzt, denn Januar ist natürlich der ruhigste Monat mit Februar zusammen. Nach der Christmas Season, die jetzt dann am 8. oder am 9. Januar endet. Ich glaube, am 8. und 9. fängt ja wieder Dream and Shine Brighter an, die richtige Parade-Show. Richtig cool, also ab 9. Januar. Deswegen, und dann im Januar, dann die darauffolgenden Wochen, ist halt ein bisschen ruhiger. Deswegen sind, wie gesagt, einige Attraktionen dann geschlossen. Aber vielleicht sind auch weniger Wartezeiten, wenn ihr da seid. Betrifft euch irgendeine Schließung, wenn ihr da seid? Also uns dann halt, ich bin ja Anfang Januar da, bis 5., also davon betrifft mich nichts, aber Pinocchio dann, wenn wir an Brinas Geburtstag im Februar da sind. Aber Pinocchio ist jetzt nicht die Fahrt, die wir jetzt immer oft fahren müssen. Ja, also das waren die zweiten Neuigkeiten. Kommen wir zu den dritten Neuigkeiten und davon habt ihr bestimmt schon auf Instagram gehört, und zwar die Preiserhöhungen der Restaurants. Ja, fast
ich glaube, alle Table Service Restaurants haben den Preis erhöht. Und in den Schnellimbiss-Restaurants ist das Dessert nicht mehr dabei. Also wir haben ja noch, wo wir im Café Hyperion waren, mit dem Christmas-Burger-Menü gab es ja dieses Iglo von Mickey dazu. Das ist jetzt exkludiert. Das heißt, man muss es separat kaufen und das Menü kostet dasselbe. Ja, natürlich Inflation, Preissteigerungen, Strom, alles muss natürlich auch an den Kunden weitergegeben werden oder an uns Besucher im Disneyland Paris. Aber es ist schon heftig. Die Preise sind eh schon hoch und jetzt auch noch die Preiserhöhungen. Also ihr könnt unten gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich werde jetzt mal ein paar nennen. Ich werde jetzt nicht alle Preise hier aufführen. Ich schreibe sie auch gerne unten in die Infobox. Also alle von den ganzen Restaurants, was sie jetzt kosten. Aber zum Beispiel Auberge de Cendrillon ist die krasseste Preiserhöhung von 77 Euro, was schon recht teuer war, auf 95 Euro. Klar, man bekommt vier Prinzessinnen, das Essen ist auch wirklich super. Also wir wollten eigentlich auch mal wieder ins Auberge gehen. Aber 95 Euro, also das ist ja schon so teuer wie in das Inventions im Disneyland Hotel. Ich will gar nicht wissen, was das jetzt kosten wird, wenn es wieder öffnet, wenn es noch Inventions heißt. Aber da war das Brunch auch schon immer 100 Euro. Will ich gar nicht wissen, was es jetzt kosten wird, wenn es wieder öffnet. 2024 aber erst. Bis dahin können wir noch ein bisschen sparen. Ja, Bistro Jérémy kostet jetzt 55 Euro anstelle von 42. Agrabah Café hat nur 3 Euro erhöht. Das ist in Ordnung. Captain Jack's von 40 auf 45 Euro. Was haben wir noch? Plaza Gardens ist ja auch sehr beliebt, ohne Figuren. 45 Euro, vorher war es 36, also. Und mit Figuren ist es 80 Euro anstelle von 65 Euro. Also, Plaza Gardens 80 Euro, nur weil man halt 4 Figuren treffen kann. Klar, es ist cool, aber es ist schon relativ teuer. Ja. Genau, Silver Spur Steakhouse jetzt 45 Euro, vorher war es 39. Waltz 55, vorher 42 Euro. Ja, jetzt nur so mal so ein paar Beispiele. Also stellt euch darauf ein, die ganzen Table-Service-Restaurants sind teurer geworden. Man hat natürlich noch den Jahreskartenrabatt, aber macht es natürlich, also wir werden dann... Ich werde dann nicht mehr so häufig in diesen ganzen Table-Service-Restaurants essen, sondern halt in den Schnellimbiss-Restaurants ohne Dessert, dann ist es halt so. Ne? Also, oder ich kaufe mir das Dessert dazu, aber diese ganzen Restaurantpreise sind echt, echt heftig, muss ich sagen. Ja, das war Neuigkeit Nummer 3. Kommen wir zu Neuigkeit Nummer 4. Und zwar geht es um das Pride-Event nächstes Jahr. Das wird ja am 17. Juni 2023 stattfinden. Also, wenn ihr nicht wisst, um was es geht, ich verlinke euch gerne das Pride-Video von diesem Jahr bei dem i. Wir waren nämlich bei der Pride. Ja, wie gesagt, nächstes Jahr am 17. Juni findet es statt. In den Walt Disney Studios wieder. Von 20 Uhr bis 2 Uhr morgens findet die Party statt. Es wird wieder natürlich Charaktere geben, eine spezielle Parade, Musik-Acts und so, aber mehr Details gibt es dazu noch nicht. Es ist schon, man hat auch noch keine Preise, also Tickets bereits erhältlich, aber ich weiß jetzt nicht, was es kostet. Vielleicht, wenn ihr schon ein Ticket gekauft habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare, weil ich habe mir jetzt kein Ticket gekauft bisher. Ich weiß auch nicht, ob ich hinfahren werde nächstes Jahr. Wie gesagt, es war cool dieses Jahr, aber es ist dennoch super teuer. Aber es gibt schon die Tickets, also wenn ihr Interesse habt, ruft die Hotline an oder glaube ich auch vor Ort kann man sie, glaube ich, auch kaufen, wenn man im Disneyland ist. Und es gibt ein Standard-Ticket und es gibt ein Plus-Event-Ticket, die sind limitiert und dann darf man schon ab 16 Uhr in den Park, also in die Walt Disney Studios. Keine Ahnung, wie der Preisunterschied da ist, ob das sich wirklich jetzt lohnt. Ich weiß halt auch nicht, ob wenn man eine Jahreskarte hat oder einen generellen Tagesticket, ob man dann nicht ab 16 Uhr nicht mehr in den Park darf. Ich habe keine Ahnung. Und es gibt natürlich auch Hotelpakete und in den Hotelpaketen kostet das Standardticket, ist dann 15% günstiger auf das Standardticket und natürlich gibt es auch Rabatt mit Jahreskarte. Ja, aber wie gesagt, ich kenne die Preise jetzt nicht. Wenn ihr es wisst, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich habe eben schon ein Video aufgenommen, ich rede schon wieder zu viel. Ja, Neuigkeit Nummer 5 und zwar gibt es neue Concept Arts vom Village. Also das Village wird ja umgebaut.
Es gibt neue Restaurants, die ja schon announced wurden. Und ja, es gibt jetzt ein neues Concept Art. Das Disney Village bleibt natürlich ein Dining- und Shopping-District, also so eine Shopping-Meile mit Essen. Und es gab die Neuigkeit, dass ein English Pub kommt, und zwar da, wo das King Ludwig's Castle ist. Und da muss ich sagen, bin ich schon recht traurig drüber, weil King Ludwig's war das eins der wenigen Restaurants, das wirklich gut war im Village. Also es gibt nicht viele Restaurants, die ich gut fand im Village, und King Ludwig's gehörte zu einem der besseren. Jetzt wird es zu einem English Pub ab Februar 2023. King Ludwig's schließt am 8. Januar 2023. Vielleicht gehen wir dann noch mit Vicky nochmal hin als Abschlussdinner, frage ich sie mal, aber ich denke schon, dass wir nochmal King Ludwig's besuchen, wenn wir da sind. Ja, es wird ein Royal Pub, ihr habt wieder Bilder gesehen, und es wird Bier geben, es wird All-Day-Breakfast geben, was ich ja schon wieder gut finde, weil es gibt wirklich wenig Frühstücksmöglichkeiten. Das Annette's ist auch sehr gut als Frühstück, also nur so als Tipp. Und da wird es dann auch Frühstück geben, wahrscheinlich englisches Frühstück, was jetzt auch nicht so mein Fall ist, aber gut. Wenigstens gibt es All-Day-Breakfast, Fish and Chips, ja, ist auch wieder so ungesund, ne? Guinness Braised Beef, also Guinness ist ja das englische Bier. Vielleicht ist es halt so ein Guinness getauchtes Beef, also Rind, keine Ahnung. Authentic Pies, also das ist ja auch typisch englisch, diese Pies. Flatbreads, Toasted Sandwiches, also normale Sandwiches, Salat und Bowls, und Dessert wird es noch geben. Bin sehr gespannt, wir werden es, vielleicht hat es ja schon Anfang Februar offen, wenn wir da sind, und können es dann auch direkt testen. Mal sehen, es steht ja nur ab Februar 2023. Wann genau? I don't know. Ja, und die letzte Neuigkeit von Disneyland Paris. Das Fuente del Oro ist geschlossen bis Juni 2023. Wird komplett renoviert. Complete Remodeling haben sie es genannt. Ja, auch eines meiner Lieblings-Schnellimbiss-Restaurants, das Fuente del Oro. Die Burritos sind immer super lecker. Und natürlich schade, dass es jetzt bis Juni geschlossen hat. Ein Restaurant weniger, wo man gut essen kann im Disneyland Paris. Plus jetzt die Erhöhung von den Restaurants. Also demnächst bringe ich mir selbst Sandwiches mit ins Disneyland Paris. Ach ja, naja, aber so viel dazu. Das Fuente del Oro hat auch jetzt schon so eine, habe ich bei Twitter gesehen, so eine Plane bekommen. Und auch, also wenn renoviert wird im Disneyland Paris länger, dann sehen die Baustellenzäune auch immer sehr, sehr schön aus. So, jetzt kommen wir noch ein paar Disney-News, die ich zusammengeschrieben habe. Und wie gesagt, wenn ich irgendwas vergessen habe, schreibt es gerne unten in die Kommentare, dann wissen die anderen das auch, weil alles kann ich jetzt, weiß ich jetzt auch nicht. Ne? Also wenn mir irgendwas zugetragen wird oder ich irgendwas sehe auf Insta, Twitter oder so, schreibe ich es natürlich in meine Notizen auf. Aber es kann natürlich immer was vergessen haben. Ja, als erstes, die Tickets für die Disney Expo in München sind jetzt erhältlich. Da haben wir auch schon zugeschlagen. Mit Brina und Nina sind wir am ersten Wochenende im April, also nicht das erste Wochenende im April, sondern halt das, wann es dann da ist. Ich gucke mal nach dem Datum, damit ich euch auch nichts Falsches erzähle. Also ab 18. April findet die Disney Expo in München statt, zum 100. Geburtstag. Und wir sind am 22. dann auch vor Ort. Also wir sind am komplettes Wochenende da und am 22. gehen wir auf die Disney Expo, haben uns Tickets gesichert. Wie gesagt, es gibt aktuell Tickets. Es gibt ein normales Ticket und VIP-Tickets. Wir haben uns die VIP-Tickets gekauft, wo man auch nicht anstehen muss. Und es gibt noch einen PIN dazu und so weiter. Ich weiß jetzt gerade nicht, was sie gekostet haben. Ich schaue mal schnell, was die Tickets kosten. Also das Standardticket kostet 25 Euro und das VIP-Ticket 35 Euro. Wie gesagt, wir haben uns Tickets gesichert fürs erste Wochenende und ja, nehmen euch natürlich auch in München wieder mit. Zweitens gibt es jetzt auch wieder Disney on Ice im nächsten Jahr, und zwar in Oberhausen, Frankfurt, Linz und Berlin. Und wir haben tatsächlich geguckt mit Brina und Nina nach Tickets, aber es ist so krass ausgebucht. Also ja, vielleicht seid ihr da. Ich habe tatsächlich auch geguckt für Frankfurt, wir haben geguckt, aber es war so viel ausverkauft und ja. Leider kein Disney on Ice nächstes Jahr für uns. Die könnten ruhig mehr Städte anbieten. Also, naja. Dann fängt ja nächstes Jahr 100 Years of Disney, 100 Years of Wonder an. Und es startet ja, also Disney ist der Sponsor des der New York-Festlichkeiten auf dem Times Square, kann man das so sagen? Also, ja,
Wie das aussehen wird, keine Ahnung. Ich würde sehr gerne, also ich wäre sehr gerne dabei in New York, aber dieses Jahr schon verplant an Weihnachten, an Silvester. Und auch im Dezember in Paris wird es irgendwas geben zum Start des 100 Jahre Festlichkeiten an Silvester. Bin sehr gespannt. Und es natürlich gibt es auch das neue Merchandise jetzt auf shopdisney.de. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr es noch nicht gesehen habt, zum 100. Geburtstag von Disney, was ja nächstes Jahr am 16. Oktober ist. Also das ist der Tag, aber es wird irgendwie das ganze Jahr gefeiert. Auch in Disneyland Anaheim gibt es verschiedene Programmpunkte. Das Schloss wird dekoriert zum 100. Geburtstag und. Wird auch eine Abendshow geben. Also ich freue mich sehr auf nächstes Jahr und bin sehr gespannt, wie es dann in New York aussehen wird. Ich gucke es mir dann natürlich auf YouTube und Twitter und so weiter an, aber ja, 100 Years of Wonder Kickoffs in New York. Sehr gespannt. Und natürlich habe ich mir schon einiges vom Merchandise ergattert. Also gekauft, Spirit Jersey Ohren, der Hut wurde leider storniert, aber ich glaube, das liegt an Lieferschwierigkeiten, weil ich die Ohren gab es ja schon im WDW zu kaufen und so weiter, aber den Hut noch nicht. Und ich glaube, es gibt einfach Lieferschwierigkeiten, deswegen wurde er bei uns allen storniert. Neuigkeit Nummer 4 über Disney, und zwar Bob Chapek, der CEO, ist raus. Und Bob Iger ist jetzt wieder drin. Also der war ja schon mal CEO und ja, er wurde ja auch Bob Paycheck genannt, weil er ja so viele Sachen, also er hat die Preise alle erhöht und diese ganzen Reservierungssysteme eingeführt und auch also dass alles teurer geworden ist, wird Bob Paycheck angekreidet. Jetzt ist er raus, Bob Iger ist zurück und viele hoffen ja jetzt, dass durch Bob Iger die Preise wieder runtergehen und das Reservierungssystem jetzt nochmal überarbeitet wird. Aber Disney ist natürlich immer noch ein geldverdienender Konzern und ich glaube nicht, dass Bob Iger jetzt sagt, oh, wir müssen jetzt unseren Fans was Gutes tun und die Preise wieder senken, weil die sich alle darüber aufgeregt haben. Oder das Reservierungssystem mit 3 Reservierungstagen ändern. Also ich glaube nicht, dass wir im Disneyland Paris da jetzt irgendwas zu spüren bekommen, leider. Aber gehört auch zu den Neuigkeiten. Mal gucken, vielleicht ändert sich ja doch was. Mal sehen. Die 5. Neuigkeit, die neue Mandalorian-Staffel fängt ab 1. März auf Disney Plus an und da freue ich mich sehr drauf. Neue Baby Yoda-Content, Mandalorian, liebe ich. Und am 5. Mai kommt Guardians of the Galaxy Volume 3 raus. Ich muss dazu sagen, ich habe noch keinen Guardians of the Galaxy-Film geguckt. Ich nehme es mir immer vor, aber ja, leider nicht bisher, aber vielleicht demnächst, wenn mir langweilig ist. Aber ich und Langeweile, das gibt es eigentlich auch nicht. Ja, und die letzte Neuigkeit, die ich habe von Disney News, ist Lang Lang the Disney Book. Es ist irgendwie ein Künstler, der auf dem Piano Disney-Lieder spielt. Habe ich mir mal angehört auf Spotify, klingt sehr schön. Tritt am 22. Juli in Berlin auf. Also einige von euch haben es mir per Instagram geschickt, diese Neuigkeit. Und vielleicht wohnt ihr in Berlin oder seid genau an dem 22. Juli auch in Berlin und möchtet euch das anhören. Also deswegen trage ich euch das jetzt nochmal hier zu. Und ja, vielleicht interessiert es euch ja. Ich werde jetzt nicht nach Berlin fliegen für dieses Konzert, obwohl die Musik wirklich sehr schön ist. Also schaut mal auch auf Spotify, gibt es die Musik auch. Ja, und das waren alle Disneyland Paris News, die ich zusammentragen konnte, bis zum 18. Dezember. Und bin schon sehr gespannt, was nächstes Jahr so alles announced wird und passieren wird. Generell in den Disney Parks, Disneyland Paris oder allgemein Disney. Wie gesagt, 100 Years of Wonder. Bin sehr gespannt und freue mich drauf. Und ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder.